Hey, da hinten müsste jetzt auch wieder mal einer sein. Wo ist er denn? Ja, da ist er. Okay, Leute, kommt, kommt, kommt her! Komm her jetzt! Magst du nicht? Suche nach Schwachstellen an dir. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Splinter Cell Blacklist. Da sind wir wieder und ihr wisst natürlich, nur die Männer schreiben wie kleine Mädchen. Und weiter geht's. Wir sind beim letzten Mal genau stehen geblieben und müssen jetzt hier uns in das Sicherheitssystem einhacken. Das ist im Eilag, richtig. Bin in der Sicherheitszentrale. Bis jetzt habe ich noch jede gehackt. Wenn du Charlie damit verbindest, können wir die Bilder auf SMI umleiten. Dann suche ich Nuri mittels Gesichtserkennung. Hab ihn, Sam. Er geht rein. Die Balkontür sieht nach einer Schwachstelle aus. Etwas Dunkelheit würde dir den Zutritt erleichtern. Dann müssen wir den Strom abschalten. Gibt's Kameras, die das Anwesen überwachen? Leg sie aufs Offset. Dieser Geräteschuppen beim Pool zieht eine Menge Strom. Sicher unterirdisch mit dem Hauptsicherungskasten verbunden. Ich gehe dorthin. Geh durchs hintere Fenster. Ich entriegle es jetzt. Kannst oh yeah. Alles klar, wir müssen jetzt also hier schön irgendwo durch einen Balkon oder so ins Haus gelangen. Das machen wir jetzt auch. Ah, ich sehe auch schon da oben, guck mal. Stromversorgung unterbrechen, also müssen wir zuerst mal hier irgendwo unten rein. Alles klar. Machen wir schon hier mal erst... Oh, das ist ein wunderschöner Garten hier, das gefällt mir. Das ist nice. So, schauen, dass wir auf Kante herablassen. Okay, da kommt jetzt einer. Runter, runter, runter. Schnell, schnell, schnell. Ich muss da schnell ums Eck. So. Damit ich den dann hier schön erledigen kann. Und da ist er weg. Wunderbar. Ja, das soll hier irgendeine ein hoher ausgebildeter Volltrottel sein, oder was? Der hat gar keine Ausbildung. Schaut den an. Das sollen irgendwelche speziell ausgebildete Typen sein. Naja, ich glaube es nicht wirklich. Okay, da okay. So, ich sehe auch schon mein nächstes Opfer. Ich werde es aber hier dann noch markieren. Und... Go. So. Und dann drüben werde ich jetzt auch gleich mich entledigen. Okay, da kommt jetzt... Wird jetzt wahrscheinlich die Leiche hier gleich sehen. Hey. Nix, hey. Weg mit dir. So, ich sollte mal die zwei da wegtun, bevor hier noch irgendjemand kommt und da sich irgendwie fragt, hey, wieso liegen denn die da am Boden? Was ist da los? Und deswegen werde ich die jetzt hier mal... Einfach mal hier von der Klippe stützen. Ja, wunderschön. So entsorgt man auch die Leichen heutzutage, ja? So, die schmeißen wir auch noch weg. Die braucht keiner. Ihr seid für nichts zu haben. Und weg mit dir. So, tschüss. Wunderbar. Sehr schön. So macht man das. So macht man das. Alles klärchen. Dann werde ich mal gucken, dass ich hier weiterkomme. Da ist noch irgendwo so ein Typ. Da ist er. Gut. Ah, und ein Hund. Warte mal, ich versuche mal anzulocken. So, komm. Komm schon. Ah. So, beide ausgeschalten hier. Der Hund wäre nur wieder lästig gewesen, ja. Ihr wisst ja, wie das ist. So, und hier kommt noch ein neuer glatzköpfiger Freund. Mann, das läuft wie geschmiert hier. Einer nach dem anderen. So, weg mit dir. Einer nach dem anderen. Das macht Spaß. So, dann klettern wir hier mal rüber. Ah, oh, schaut mal, so wunderschön. So ein Pool, der hier so... übergeht. Wunderschön. Okay, da kommt noch ein Typ. Vielleicht sollte ich den anlocken oder so. Was soll ich machen mit dem? Wohin geht der? Wohin gehst du, mein Freund? Das sind jetzt schon zwei. Na gut, da werde ich mal hier wohl wahrscheinlich doch da unten entlang. Da muss ich nämlich auch rüber, bevor ich dann zu den anderen Typen da hochgehe. Ich schätze mal, dass der, was da gezeigt wird, da oben steht. Ja, das steht hier oben. Warte mal, dann könnte ich mir doch eigentlich... Schnappen. So. Sehr schön. Ah, das macht Fun, irgendwie, die irgendwie runterfallen zu lassen. Aber warte, weil es mir so viel Spaß macht, nehme ich mir den nochmal und hau den auch hier drüber. So, komm, verpiss dich. Oh, nee, das wollte ich nicht so. Oh, shit, da ist noch einer. Gut, komm, den schnappen wir uns auch gleich. So, komm her. Doch, das war deine letzte Zigarette. Und weg mit ihm. Sehr schön.
So. Aber dich werde ich jetzt wohl drüber schmeißen können, oder? Mit dem ging es irgendwie nicht. Der wollte nicht so ganz. Aber vielleicht kann ich den da drüber schmeißen. Probieren wir es mal. So, komm und go. Ah, jawohl, es geht. Ja, guten Rutsch, würde ich sagen. So, den holen wir uns auch noch. Komm her. So. Den will ich auch drüber schmeißen. Yes. Geht doch. Und weg ist er. Ist eigentlich völlig unnötig, was ich hier mache, aber irgendwie macht's Fun. Irgendwie macht es Spaß, die Typen da runterzuschmeißen. Ich weiß nicht wieso, ich bin krank. Okay, dann geht's hier mal in diese Hütte hinein. Unterwegs habe ich ja alle schön erledigt. So, und dann hier einen Trikopter einsetzen. Wunderbar. Ich hätte auch gern so ein Spielzeug. Telemetrie gut, kein Lag bei der Datenübertragung. Okay, versuchen wir's. Oh yeah. Alles klar, jetzt kann ich damit rumfliegen. Sei vorsichtig, es macht ein bisschen Krach und der EMP macht's nicht leichter. Okay. Keine Sorge, ich passe auf dein Spielzeug auf. Naja, wir passen schon auf. So, nach oben fliegen, Leertaste, nach unten fliegen, C. Du musst nach oben. Nee, wirklich jetzt. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich da nach oben muss. Ich meine, ich will auch so ein Ding mit so einer Kamera zum rumsteuern. Das wäre verdammt cool. Und mit rumfliegen könnte man auch Menschen erschrecken. Das wäre lustig. So. Und jetzt? Ah, darüber. Alles klar. Wo war ich denn? Wo fliege ich denn da lang? Ah, sind doch noch Leute hier. Sam, du näherst dich dem Sicherungskasten. Ja. Aber ich näherte mich auch Feinden. Wie soll ich denn da jetzt an den vorbeikommen? Ich glaube, der eine Typ würde mich sehen, wenn ich da jetzt irgendwie runterfliege. Der würde mich hundertprozentig sehen sogar. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Da kann ich nämlich nicht rein. Was labern denn die hier? Auf Portugiesisch oder was? Könnt ihr aufhören zu labern hier? Ich hätte nämlich Interesse, gerade in den Raum zu gehen, ja? Aber irgendwie... Nee. Ich will mich doch gleich sehen, oder? Wow, 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 wow. War ja nicht nach oben, Mann. Macht auch ein bisschen Lärm, das Scheißding. Ja, aber ich komme an den schon vorbei irgendwie. Scheiße, scheiße, scheiße. So, ich habe ihn geschockt. Ich habe einen Trikopter verloren. Scheiße, meine Fresse. Gut, dann halt nochmal. Wie oft kann ich den schocken überhaupt? Viermal. Okay, ich kann also viermal schocken. Na gut, dann werde ich das jetzt machen. Dann schocke ich die zwei Typen jetzt einfach gleich. Scheiß doch der Hund drauf, Mann. Dann muss ich nicht alles hier... Du musst nach oben. So machen, wie soll... Ja, oh. Ich sollte aufpassen, nicht, dass das Ding noch kaputt geht. Bei meinen Fliehkünsten. Das wäre nicht so gut. So. Nach unten hier. Den Durchschläger hier da. Und jetzt werde ich den gleich schocken hier. So, komm. Und bam. Gleich geschockt hier den Penner. Dann den auch gleich. Zack. So. Wunderschön. Und da ist der Sicherungskasten. Oh yeah. Oh oh. Nuri wird sich im Panikraum verschanzen. Wo ist das Ding? Ich suche noch. Ich habe zwei mögliche Routen ins Haus markiert. Balkon und Seiteneingang. Ich sende sie auf dein Opfett. Okay, es ist hier der Alarm los. Stromausfall. Check den Keller. Bewegung. Okay, da drüben ist ein Typ. Ah, den Typen muss ich einfangen. Okay, den darf ich also nicht töten. Alles klar. Ich mach das schon, Leute. Oh, shit. Das sind aber ziemlich viele auf einen Haufen. Das ist ein bisschen scheiße. Sie müssen alle auf dem Haufen sein. Jetzt komm, okay, komm du wenigstens rüber. Du Trottel, du.
komm wenigstens so rüber, dass ich dich gleich erledigen kann hier. Komm. Komm her. Hast du das gehört? Nicht ablenken lassen. Komm jetzt. Die kommunizieren auch alle miteinander. Finde ich ein bisschen blöd. Okay. Wow, 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 wow. So, der ist down. Ich seh mal nach, was los ist. Ne, du siehst nicht nach, was los ist. Jetzt muss ich die Leiche verstecken auch noch hier. Shit. Okay, da kommt er schon, da kommt er schon. Schnell, 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 schnell. So, absetzen. Geh gleich in Deckung hier, weil jetzt kommt er nämlich. Komm nur her, mein Freund. Hier wirst du deinen Tod finden, Mann. Komm schon. Ja, ich warte hier ums Eck. Ich warte hier ums Eck. Und weg mit dir. Sehr schön. Wunderbar. Okay, ich habe hier zwei Wege, wo ich da ins Anwesen hineinkomme, Leute. Ich werde hier das links versuchen. Scheiße, 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 der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen, fuck. Fuck, 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 fuck. Ein bisschen für Aufruhr sorgen. Und somit kann ich hier abhauen. Sehr schön. Somit kann ich da hinein. Kein Blödsinn. Sir, wir haben ein Problem. Das FMI hat einen Transporter markiert, der mehrmals an Luris Anwesen vorbeigefahren ist. Auf Militärfrequenzen ist Fazit zu hören. Behalt ihn im Auge. So, ich bin drin. Ich bin im Anwesen. Ein vorgefertigter Panikraum? Ja, aus einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zu sehen. Okay. Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. So, gleich erledigt hier. Okay, da hat er so die Laser installiert. Durch diese Laser sollte ich natürlich nicht gehen, das wäre ein bisschen blöd. So. Alles klar. Ist da unten jemand? Nein, ich glaube, der ist oben. Gut, da kann ich nicht rüber, weil da so ein scheiß Laser wieder ist. Ja, so muss ich aufpassen, wie ich mich hier fortbewege. So, schnell rüber da, damit ich den gleich schnappen kann. So, wunderbar. Gleich weg. Gleich weg. Und da kommt der Nächste. So, komm. Oh, ein schönes Haus, muss ich sagen. Wow. Okay, so, da kommt er. Komm jetzt. Hier ist alles okay. Komm, Rick. Sieh dich mit dem Sichtgerät um. So, nächster down. Mit dem Sichtgerät. Ja, ja. Vamos afuera. Todo bien en los pisos de arriba. ¿Qué? Es hat einen von uns erwischt. Los, ihr müsst weitersuchen. Ja, ja, ihr müsst weitersuchen. Alles klar. Kommen die jetzt runter? Wo ist denn eigentlich der zweite Körper? Ich habe doch hier zwei erledigt. Ah ne, da drüben ist der zweite. Scheiße, dann bringe ich den umsonst weg. Dann bringe ich den gerade umsonst weg. Ich muss einfach nur nach oben, Mann. Ich muss nach oben. Hast du etwas gesehen? Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Ja, ja, das wäre gar nicht mal so schlecht. So, treffe ich denn? Ja. So, dann muss ich auch gleich ausschalten, weil... Nicht, dass der hier noch Probleme macht. Und... Yes! So. Sehr schön. Kann ich denn nicht hier irgendwo hochklettern? Ups. Ja, ja, sucht nur nach mir. Sucht nur nach mir. Ihr werdet keine Freude haben daran, das könnt ihr mir glauben. Hm, wo bin ich denn jetzt hier? In einem komischen... Ja, Raum. Okay, alles klar. Gut, das bringt sich gar nichts. Leute, wo seid ihr? Kommt her. Ja, ja. Warte mal, wo ist denn der? Der da unten ist da oben. Ne, der sind oben, beide. Die sind beide oben. Ja, aber da nach oben zu kommen ist nicht so easy. So viele Leute wieder sind.
So viele Penner wieder sind, ist jetzt nicht so leicht. Wow, shit. Gut, da ist mal einer. Dem kommt gleich der nächste. So. Wunderbar. Alles klärchen. So. Bist du jetzt der Nächste, mein Freund? Oder auch nicht? Hast du nochmal Glück? Wir sollten uns verteilen. Puh! Ich kommentiere das auch nicht wirklich irgendwie so aufgedenkt oder so. Mag ich nicht, weil das ist ein Stealth-Game, Leute. Und hier muss man einfach so rangehen und hier muss man auch so kommentieren, weil ich fühle mich gerade so, als ob ich wirklich in diesem Spiel wäre. Und dann ist es halt auch ein bisschen die falsche Stimmung, wenn man hier jetzt anfängt, rumzuschreien wie so ein kleines behindertes Kind. Das machen ja viele andere Let's Player und das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich will da keinen Namen nennen, aber ich kenne einen, der ist dauernd aufgedreht und der ist scheiße. Hey, da kann man das schön umgehen. Hier oben sind mal gar keine. Hey, da kann ich denn. Da ist einer. So, markieren wir den gleich. Ich sehe gar nichts. Das sind zwei. Das funktioniert nicht. Wir sollten uns verteilen. So. Beide mal direkt umgerotzt hier. Hey, da hinten müsste jetzt auch wieder mal einer sein. Wo ist er denn? Ja, da ist er. Okay, Leute, kommt, kommt, kommt her! Komm her jetzt! Put, 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 put. Put, 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 put. Magst du nicht? Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Oh shit, da wird jetzt da die zwei Typen sehen. Mierda! Ja, du gehörst auch gleich dazu. So, weg. Wunderschön. Das war schön, Leute. Okay, jetzt muss ich halt gucken. Ah, ich bin hier eigentlich eh richtig. Muss ja da weiter. Muss da weiter. Ich muss da nach oben. Okay, da irgendwo ist der Panic Room. Warte mal. Ist das ein Datenpaket irgendwo? Geld brauche, überfalle ich eine Bank. Amerikaner? Die schicken nicht die Iraner? Was sollten die von dir wollen? Ich glaube, wir haben ein wichtigeres Problem. Sam, im Transporter war eine Kommandoeinheit. Sie treten die Türen ein. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jeder Mann hat seinen Preis. Ich will Informationen. Majid, Sadiq. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nichts sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Du kriegst, Sadiq. Wie praktisch. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Okay, Leute, wir müssen jetzt nur die hier rausbringen. Das machen wir natürlich erst beim nächsten Mal, also haut rein und ciao.